Schön, dass du wieder eingeschaltet hast zur neuen Folge hier in Minecraft. Heute geht's ran, dass wir uns einen Deichmann bauen, denn ich möchte in Minecraft nicht mehr ohne Schuhe rumlaufen und wo gibt's halt gute Qualität als bei Deichmann. Von daher schnappen wir uns ein paar Blöcke und dann geht's los. Heute geht's erstmal los mit grauen Beton, Sandsteinmauern, grüner Beton, polierte Tiefenschieferstufen, davon bitte auch nochmal die Mauern. Dann nehmen wir uns hellgrünes Glas raus, weißes Glas, davon nochmal die Scheiben und natürlich nochmal polierte Tiefenschiefertreppen. Lasst uns erstmal mit dem Grundriss beginnen. Wir nehmen unseren grauen Beton. Ich setze mir erstmal einen einzelnen Block hin. Geht zur Seite, setzen wir da dann zwei Blöcke hin. Achte darauf, dass der zweite denn einmal nach hinten übersteht. So, jetzt gehen wir einmal zur Seite. Da können wir auch gleich mal ein bisschen buddeln. Schnapp dir deine Treppen und dann geht es hier einfach mal zur Seite weg. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Blöcke. So, da setzen wir einmal unsere Treppen rein. Dann nehmen wir wieder unseren grauen Beton. Einmal ihn hinsetzen, drei Blöcke freilassen und einmal ihn wieder hin. Jetzt wieder unsere Treppen nehmen, hier in der Mitte einmal wieder die Treppen reinsetzen und dann geht es nochmal weiter, dass wir 1, 2, 3 weitere Treppen nochmal in den Boden reinsetzen. Mein kurzer Wechsel zu grünen Beton, den setzen wir jetzt hier zweimal hin, achten jetzt aber drauf, dass er natürlich hier wieder einmal übersteht. Naja, was heißt denn hier überstehen? Hier von unserem Zweier einmal nach vorne weg. So, dann wieder unseren grauen Beton, ein Block hin, ein frei, ein Block hin. So, jetzt könnt ihr einmal nach vorne gehen, zweimal nochmal zur Seite. Ein freilassen und wieder ein Block hin. Das ist dann so wie auf der anderen Seite, dass wir dann einen einzelnen Block haben. Jetzt können wir erstmal auf beiden Seiten nach hinten weggehen. Das heißt, hier müssen wir wieder einmal zählen. Wir lassen wieder eine Blockreihe frei und dann setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 Blöcke einmal hin. So, dann wieder ein Block frei und wieder ein einzelner. So, bevor wir jetzt die Zahl vergessen, machen wir die nochmal auf der anderen Seite hin. Also erstmal einen Block freilassen und dann, was war das? Genau, 26 Blöcke, die wir jetzt hier einmal nach hinten ziehen können. Auch wieder hier einen Block freilassen und ein einzelner hin. Auf der Rückseite ersparen wir uns das Zählen und achten nur darauf, dass wir einen Block freilassen und dann können wir hier die Reihe zack zur anderen Seite ziehen. Aber auch hier einen Block freilassen. Sehr schön, dann haben wir schon mal unseren Grundriss für den äußeren Bereich erstmal soweit fertig. Jetzt wollen wir den natürlich auch gleich einmal nach oben ziehen. Wo fangen wir am besten einmal an? Und zwar an den Seiten, wo wir den einzelnen haben. Den möchte ich mir gerne auf eine Höhe von um die 13 Blöcke setzen. Ja, was heißt um die? Nein, es sollte schon genau 13 Blöcke sein. So, wir fangen nochmal an von unten. Also 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. So, wer jetzt ein bisschen faul ist beim Zählen, kann natürlich sich das einfach machen. Das heißt, ihr verbindet euch jetzt die ganzen äußeren Ecken auf 13 Blöcke, wenn ihr hier oben eine Reihe hinzieht. Leider müssen wir dann aber die letzte Reihe hier noch einmal wegziehen. Also überlegt euch, ob ihr das wirklich so euch abzählen wollt. Naja, ich bleibe einfach dabei und kontrolliere mir das mal so. Zack, hier, wo habe ich hier meine 13. Ebene? Wunderbar, hier überall 13 Blöcke. So, dann schlage ich mir nochmal hier die Mitte einmal weg. Denn ich werde mir jetzt einmal ringsrum, so an jeder Seite, erstmal hier eine Mauerreihe lang ziehen. Und bei dieser Mauerreihe möchte ich mir die auch ganz oben einmal zur anderen Seite ziehen. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich auch hier wieder zuerst mit der Mauerreihe einmal lang. Und das Spiel können wir dann auf jeder Seite einmal erstmal machen. Und bevor ihr, sage ich mal, am Ende nochmal auf jeder Seite lang fliegen müsst, könnt ihr gerne grauen Beton nehmen und unter euren unter eurer Mauer hier nochmal einen grauen Beton euch setzen, falls ihr da nicht unbedingt den Boden haben wollt, der halt darunter ist. Ne? Das wechselt ihr einfach dann mal aus. Meine Mauern sind jetzt erstmal platziert. Kommen wir natürlich jetzt einmal die Wände natürlich zuzubauen. Ich mache mir erstmal zwei Wände, die an sich ganz einfach sind. Und zwar komme ich jetzt einmal, müssten wir jetzt erstmal von vorne einmal gucken. So, ich stehe jetzt vorm Laden. Also gehen wir jetzt erstmal auf die linke Seite. Und zwar möchte ich mir hier keine Deko oder sowas bauen. Bei mir, sage ich mal, hier bei meinem Deichmann, ist es an so einer Hausseite, wo eigentlich ja keiner einen Blick, also keinen Blick drauf werfen kann. Bei euch könnt ihr natürlich dann gleich das nächste Gebäude einmal ranbauen. Von daher setze ich jetzt hier einfach mal meine Betonreihe komplett bis oben einmal hin und fülle mir denn hier, ja, den Bereich damit einmal aus. Soweit, so gut. Hier fliegen wir natürlich jetzt einmal noch auf die Rückseite. Hier bei mir habe ich auch nichts geplant. Ich werde das Ganze wohl auch dann zubauen später mit einem weiteren Gebäude, was sich davor befindet.
Daher mache ich die Seite mir auch ganz normal, wie halt schon die Vorseite, dass ich mir hier einfach meine Betonreihe reinsetze. Die einfachsten Seiten haben wir erstmal fertig. Kommen wir nun einmal zu der rechten Seite. Hier habe ich mir ein bisschen was vorgestellt. Und zwar möchte ich mir später, ja bei meinen offiziellen Deichmann, der da drüben natürlich auch bleibt, mir noch eine weitere Parkplatzfläche, sowas, sag ich mal, hier hinbauen oder so eine neue Verkaufsfläche für vielleicht ein Autohaus oder sonstiges. Daher möchte ich natürlich, dass man da so ein bisschen Reklame sieht von Deichmann, damit die mir ein schönes Logo basteln. So, wir beginnen jetzt hier auf der rechten Seite erstmal einen weiteren Rahmen zu bauen mit unserem Beton, den wir hier wieder einmal ringsherum ziehen, natürlich dann auch wieder bis zur anderen Seite. Wir können gleich danach dann einfach mal zwei Blockreihen Platz lassen, ziehen hier die nächste Strebe rein, wir machen gleich wieder Synchronarbeit auf der anderen Seite einmal hinterher, nehmen dann wieder unsere Mauern und setzen die hier wieder einmal rein. Weiter geht's dann erstmal wieder mit unserem grauen Beton. Wir können jetzt einmal hier bei der freien Fläche, die wir haben, eine zweite Reihe hier erstmal platzieren, wechseln dann einmal zu unseren Stufen. Ich fange hier einfach auf der Seite einmal an und setze jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen mir einmal hin. Nehme nochmal meinen grauen Beton und ziehe mir hier nochmal eine Strebe rein. Machen wir die mal am besten gleich auf eine 2er Dicke und setzen dann hier nochmal unsere Stufen hin. Hier sollten wir jetzt insgesamt 9 Stufen haben. Zählen wir mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Wunderbar, das passt. Auf der oberen Seite können wir dann auch nochmal hier ein paar Stufen platzieren. Auf der Rückseite davon nehmen wir jetzt einfach mal unseren grünen Beton und können hier die Fläche damit einmal befüllen. Wenn wir unsere Betonreihen denn dahinter einmal platziert haben, lassen wir diese Seite erstmal in Ruhe. Da bauen wir später nochmal weiter. Jetzt widmen wir uns erstmal der Vorderseite, die wollen wir natürlich auch noch ein bisschen gestalten. Wir bleiben nochmal kurz bei unserem grünen Beton und zwar hatten wir hier vorne zwei Blöcke uns hingesetzt. Hier machen wir insgesamt jetzt das Ganze auf eine 5er Höhe. Müssen wir nicht unbedingt zu viel zählen. Gucken wir mal hier, 5 Blöcke, wunderbar, das passt. So, den Rest jetzt hier vorne von unserem grauen Beton, den können wir auf insgesamt 6 Blöcke erstmal hochziehen. Also ein Block höher, als wir das jetzt hier schon haben. Unsere Fensterfront auf der Vorderseite machen wir auf insgesamt 3 Blöcke hoch. Gucken wir mal, jetzt habe ich hier 4 und nochmal eine Reihe hinsetzen, dann haben wir hier schon mal 3. Das können wir jetzt hier vorne einmal komplett so lang ziehen. So, jetzt zur anderen Seite auch nochmal, gucken wir mal 1, 2, 3, freilassen, den Rest hier einfach mal hinsetzen. So, den grauen Beton wollten wir ja auf 6 Blöcke hochziehen, ziehe ich einfach mal hier zur anderen Seite. Bei unserer 6. Blockreihe, die wir hier haben, das können wir auch gleich einmal überstehen lassen. Das setzen wir jetzt einmal nach oben hin, bis wir, sage ich mal, hier bei unserer Mauer sind und können hier wieder einen weiteren Kasten uns einmal langziehen. Den Kasten, den wir oben haben, erweitern wir nochmal, also das heißt, den heben wir noch einmal hervor, so, einmal schön an der Seite überall hervorheben. Dann lassen wir den erstmal wieder in Ruhe und gucken einmal unten, hier müssen wir auch noch ein bisschen was machen. Wir haben ja, sage ich mal, jetzt hier diese Ecke noch, die können wir einmal wieder bis nach oben hinziehen. Und dann wollen wir natürlich das dabei nicht belassen, sondern unten das nochmal ein bisschen wieder verfeinern. Ich sage mal jetzt hier, kommt da später eine Tür rein. Ja, machen wir das mal noch auf einer Dreierhöhe. So, ich würde mal sagen, wir könnten oben nochmal hier die letzten zwei Blockreihen nochmal hier einmal hervorziehen. Wunderbar. Und das ist jetzt, sage ich mal, ja, das kann man jetzt machen, wenn man möchte oder nicht. Und zwar auf der Innenseite. Ihr könnt da gerne die Blöcke lassen oder ihr nehmt da jetzt einfach nochmal ein paar umgedrehte Treppen rein. Dann fragt man sich natürlich, warum nehmen wir jetzt unten, also unten haben wir ja die Treppen, oben haben wir die Treppen. Das ist einfach nur so. Ich möchte mir gerne meine Fensterfront natürlich mit Glasscheiben machen. Und das sieht nicht schlecht aus, wenn man da natürlich sich Treppen einmal platziert. So, dann sind wir erstmal unten soweit durch. Widmen wir uns nochmal unseren Kasten. Hier müssen wir noch ein bisschen was tun. Nehmt ihr nochmal den Beton. Wir lassen jetzt an der Seite einfach mal 2 Blöcke Platz. Dann setzen wir einfach mal eine Strebe hin bis oben hin. So, auf der anderen Seite auch. 2 Blöcke Platz lassen, Strebe hin. Und dann könnt ihr erstmal euren grünen Beton nehmen und hier auf der Rückseite komplett die Fläche damit befüllen, sodass wir, sage ich mal, hier das Ganze bis einmal nach oben ziehen. Nachdem du denn deinen Beton hier platziert hast, fliegen wir einmal auf die äußere Seite, nehmen uns nochmal unsere Mauern. Und zwar setze ich mir natürlich jetzt eine Mauer hinter unserer Betonreihe hier einmal hin. So, auf der anderen Seite auch nochmal. Dann lasse ich mir einfach mal 3 Blöcke Platz, setze mir denn hier die nächste Mauerreihe hin. Andere Seite auch. Einfach mal 3 Blöcke Platz lassen und die Mauerreihe einmal hier hin. So, in der Mitte können wir einmal unser grünes Glas nehmen und das Ganze hier befüllen. An den Seiten hier setze ich mir einfach mal erstmal weißes Glas und die Ecken und den Rest befülle ich auch wieder mit meinem grünen Glas. Andere Seite spiegeln wir das einfach mal hier. So, weißes Glas in die Ecken, der Rest mit dem grünen. Ups, eins habe ich übersehen. Hier möchte ich mir nochmal eine umgedrehte Treppe einmal platzieren hier unten.
Und dann fliegen wir einmal auf unser Dach, nehmen unsere polierten Schieferstiefer-Stufen und setzen die natürlich hier an den Seiten einmal drauf und wollen sie natürlich auch nochmal jetzt nicht nur an den Seiten setzen, sondern auch nochmal auf der Innenseite, sodass wir hier an sich eine Zweierkante haben. Jetzt ist natürlich die Frage, was nehmen wir denn als Fläche für unser Dach? So, ich empfehle heute einfach mal hellgrauen Beton. So, das ist natürlich wieder ein bisschen Arbeit. Wir fliegen auf die Innenseite und setzen dann hier einfach mal unser Dach rein. So, geschafft. Mein Dach ist jetzt hier befüllt. Jetzt ist natürlich die Frage, was könnten wir hier drauf platzieren als Deko? Kleine Empfehlung, einfach ein paar Rohre sich zu bauen oder Lüftungsanlagen, wie man möchte. Also ihr könnt einfach euch jede Variation raufbasteln, ne? Und auch abstandmäßig euch das, sage ich mal, so gestalten, wie ihr möchtet. Also da gebe ich jetzt nicht unbedingt irgendwas Großartiges vor. Hier ein kleines Beispiel, wie man sich natürlich gestalten kann. Da kann man wieder ein bisschen kreativ sein, ne? So, dann sind wir aber erstmal mit diesen Blöcken komplett einmal fertig. Das heißt, die kannst du wegtun. Nun wollen wir uns mal nochmal einfach mal die polierten Tiefer-Schiefer-Stufen rausholen. Also die hatten wir ja schon. Neu ist jetzt aber glatter Quarzblock, Treppe wie Stufe. Gut, der graue Beton begleitet uns auch noch. Jetzt holen wir uns aber noch Tropenholzblöcke einmal raus. Ein ganz normaler Quarzblock und davon bitte auch nochmal die Stufe. Also der Unterschied zwischen glatt und normal ist einfach, hier habt ihr noch so ein Kachelmuster drin, ne? Und wer möchte, kann sich natürlich noch eine Eisentür rausholen. Ich finde die ganz passend hier. Wir bleiben nochmal auf der Vorderseite. Hier möchte ich mir jetzt unser Deichmann-Logo einmal basteln. Wir nehmen dafür unsere Quarzsachen und zwar die glatten Sachen. So, ich setze mir jetzt einen Block hier einfach mal in der Mitte hin. Wechsel zu meinen Treppen. Eine unten hin, eine oben hin. Umgedreht ihr denn nochmal, sag ich mal, jetzt auf der Innenseite gleich die Stufen nehmen. Unten könnt ihr eine unten ransetzen, zwei hier ran. Setzt dann 1, 2, 3 Blöcke auf der Rückseite hin. Oben verbinden wir das hier nochmal mit einer Stufe und setzen oben 3 noch rauf. Wir lassen bei unseren D unten die eine Ecke frei, also so mit einer Stufe so freilassen, weil auch beim Deichmann-Logo unten, sag ich mal, diese eine Seite so, ja, so ein bisschen angeknabbert ist. Ne? So ein kleines Deichmann-Logo ist ja relativ einfach. Wollen wir doch mal etwas Größeres bauen und zwar auf unserer Seite, wo wir das natürlich hier so ein bisschen vorbereitet haben. Wir beginnen denn hier auch erstmal wieder mit unseren Blöcken. Und zwar gucke ich jetzt einfach, dass ich hier unten 1, 2, 3 Blöcke habe. Dann setze ich mir hier einfach mal meine Quarzblockreihe hin. Oben auch so, dass wir 3 Blöcke hier nochmal so haben. Dann kannst du oben und unten einmal eine Treppe hinsetzen. Dahinter setzt du wieder einen Block hin. Nun kommen unsere Stufen zum Einsatz. Und zwar oben drauf setzen wir 1, 2, 3, 4 Stufen hin. Auf der unteren Seite auch. 1, 2, 3, 4. In der Mitte nochmal 2 hier hin. Oben auch. Und den Rest könnt ihr hier wieder einmal zack mit Blöcken zuziehen. Jetzt haben wir schon mal ein D. Aber da ich mein Logo ist unten ein bisschen angeknabbert. Und hier würde ich statt nicht nur einer, sondern sogar 2 Stufen hier wegnehmen. Und dann haben wir hier das perfekte Logo einmal drauf. Wir haben nur leider hier so eine große Wand, dass, sage ich mal, nur das eine Deichmann-Logo ein bisschen, ja, wenig wäre. Daher machen wir hier nochmal ein neues Logo für Deichmann. Vielleicht durch dieses Video werden sie es auch irgendwann an ihren Filialen einmal ranhauen. Und zwar lasse ich mir jetzt unten einfach mal jetzt 2 Blöcke Platz. Dann haue ich hier mal eine Reihe einfach mal raus. Setze mir da meinen grauen Beton einmal rein. Oben drauf dann einfach eine Stufenreihe. Nehmen wir unsere Blöcke. Und zwar setze ich jetzt hier einfach mal 5-mal eine Quarzblockreihe hin. Dann 2 Stufen hier so vorne hin und nochmal 2 Treppen, die sie angucken. Nochmal hier und was haben wir dadurch? Einen Schuh. Finde ich ganz nice. Die Reklame haben wir an der Seite fertig. Vorderseite sieht auch schick aus. Ja, jetzt wollen wir es natürlich innen drin ja auch nochmal ein bisschen gestalten. So, wir haben eine Tür, die können wir hier schon einmal platzieren. Und dann kommen wir jetzt dazu, unsere Innenbereich natürlich hier jetzt, sage ich mal, fertig zu machen. Aber es ist noch ein bisschen dunkel. Ich mache mal hier kurz ein bisschen Licht an. Wie gut, dass wir hier unsere Wunderlampe haben. So ein bisschen ausleuchten, dass wir ja auch ein bisschen was sehen können. Schick. So, das reicht mir schon. Wir fangen dann erstmal an, würde ich sagen, mit den Wänden auf der Innenseite. Wir nehmen dafür wieder unseren grauen Beton. Ich fange auf der Vorderseite hier einfach meiner Seite an.
So, die Ecken hier an sich lassen wir natürlich einmal frei mit Luft. Dann können wir hier einfach mal eine Betonreihe von der Vorderseite zur Rückseite ziehen. Wie gesagt, Ecken mit Luft freilassen, weil wenn ihr hier einen Block hinsetzt, verbinden sich die natürlich mit der Mauer und das sieht natürlich doof aus. Na, also das sind immer diese Luftreihen. So, auf der Rückseite könnt ihr auch gerne nochmal hier von A nach B hier einfach mal die Reihe lang ziehen. Die Ecke natürlich wieder einmal mit Luft freilassen. Und so geht es dann wieder zur anderen Seite. Schick. So, na gut, wir könnten es hier noch zur Tür einmal ziehen. Wunderbar. So, wir befinden uns ja gerade bei der Tür. Die können wir eigentlich auch einmal rausziehen. Ich möchte jetzt hier nicht unbedingt ziehen, weil es doch ein bisschen lange ist. Wir ziehen jetzt einfach hier eine Reihe einfach mal nach vorne weg und achten einfach drauf, dass wir hier am Ende nochmal 7 Blöcke Platz haben. So, hier einmal zur Wand ziehen. Ja, lassen wir einfach 2 Blöcke Platz. Ein Block einfach mal hier hin. So, dann lassen wir einfach mal 5 Blöcke Platz. Setzen hier 2 Blöcke hin. Ein Block hier freilassen. Dann wieder einmal 5 Blöcke hier Platz lassen. Ein Block hin. Und wenn es da passen sollte, sollten wir hier nochmal 5 Blöcke haben. Wunderbar, das geht alles auf. Jetzt kommen wir mal dazu, das Ganze natürlich noch ein bisschen höher zu ziehen. Wir haben jetzt 2 verschiedene Höhen. Kommen wir erstmal hier zu der Seite, wo wir schon die eine Tür haben. Ich möchte jetzt mein Holz nehmen und hier drauf einfach mal 2 Blockreihen hinsetzen. Aber nicht überall hin, denn bei den Durchgängen hier machen wir komplett Beton einmal hin. So, auf der anderen Seite hier aber zack. Na, so. Setzen wir hier auch nochmal 2 Reihen einfach mal rauf. Und dann nehmen wir einfach mal unseren Beton, können das hier auch einmal hochziehen. Jetzt habe ich hier nur eine Reihe gemacht, dann Holz mal noch eine 2. Reihe. Gleich darauf dann wieder eine Betonreihe, die könnt ihr ja gleich einmal so auch rüberziehen hier. Und immer hier bei diesem Durchgang, da mache ich dann einfach mal so meinen Beton hier hin, bei den einen auch einfach mal. Und hier mache ich einfach mal zweimal meinen Beton hin. So. Oben immer hier den Träger, den können wir hier natürlich einmal rüberziehen. Und jetzt habe ich natürlich eins vergessen. Und was ist das? Warte mal, erstmal verbauen wir die Stufen. Die brauchen wir eigentlich nur hier vorne. Die setze ich mir einmal hier unter. Und dann brauchen wir nochmal die Treppe. Die hole ich mir jetzt hier vorne nochmal. So, und zwar die setze ich mir natürlich jetzt immer hier bei so einem Durchgang einmal hin. So, für die Tür einmal hier. Und dann mache ich mir auch nochmal eine Tür hier nochmal rein. Oh, das passt. Oh, jetzt habe ich schon wieder zu früh meine Stufen weggenommen. Denn wir haben hier noch so einen kleinen Träger. Den stützen wir auch nochmal mit den Stufen einfach mal ab. Das ist natürlich jetzt hier der Aufenthaltsraum. Kann man ja machen für das Personal oder macht sich hier so ein kleines Büro hin, wie man möchte. Da gehört natürlich auch eine Decke rein. Nimm dafür einfach deine Quarzstufen. Und jetzt nimmst du auch die Stufen, wo du dieses Kachelmuster hast. Weil das sieht einfach besser aus, als wenn das Dach komplett oder die Decke komplett glatt wäre. Das kannst du hier komplett in jeden Raum einmal so lang ziehen. Und dann sind wir erstmal mit diesem Bereich fertig. Bleibt natürlich noch unsere Ladenfläche, die natürlich für jeden zugänglich ist. Hier setzen wir auch erstmal wieder ein paar Holzreihen rauf, aber diesmal erweitern wir so plus eine, also insgesamt 3 Holzreihen, die wir jetzt hier drauf einmal setzen. So, mein Holz ist drauf, das heißt, ich nehme wieder meinen Beton und ziehe hier wieder eine Reihe lang. Wenn du natürlich mit deiner Betonreihe bei der anderen Reihe ankommst, kannst du natürlich auch nochmal ganz oben eine weitere Betonreihe langziehen, so bis zur anderen Seite. Jetzt haben wir natürlich hier oben noch drüber ein bisschen Luft. Du kannst dir natürlich jetzt hier Lampen reinbauen, welche du auch möchtest. Aber ich verwende ja sicher meine magischen Lichtblöcke. Daher verzichte ich einfach mal auf Lampen und ziehe mir jetzt hier einfach mal die Decke rein. So, jetzt können wir 2 Sachen machen. Entweder du machst dir deine Decke mit Stufen und erhältst dann hier oben natürlich so einen halben Block. Oder sagst du, nein, ich hätte gerne einen ganzen Block, weil das passt dann, sage ich mal, hier zum unten, ne? Dass wir hier einen ganzen Block haben, oben dann auch. Und dann setzt du dir jetzt deine Deckenreihe komplett mit Blöcken hier einmal rein. Das ist natürlich auch wieder hier ein bisschen Arbeit, sich hier jetzt die ganzen Quarzblöcke einmal reinzuziehen. So, meine letzte Reihe hier und dann habe ich meine Decke auch soweit fertig. Das ist natürlich nur eine Aufgabe und zwar sich den Laden natürlich einzurichten. Und wie der aussieht, das wollen wir uns natürlich einmal angucken. So, bevor wir natürlich jetzt aber reingehen, sehen wir noch einmal darüber. Da kann man natürlich noch einmal Deichmann raufschreiben mit Banner, wenn man möchte. Ihr könnt euch natürlich das dann hier so verteilen, wie ihr möchtet. Ihr habt ja hier, sage ich mal, eine große Zweierreihe, ne, wo ihr euch die Banners verteilen könnt. Wenn natürlich jetzt wieder einer dabei ist, ich weiß nicht, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, dann verlinke ich dir wieder mal ein Video in der Infobox oben, wo ich das ganze Alphabet erklärt habe und dann könnt ihr euch ganz einfach Deichmann natürlich hier noch im Nachgang einmal raufschreiben.
So, jetzt gehen wir aber einmal rein in Deichmann und können uns hier ein paar schicke Schuhe kaufen. In Minecraft sich Schuhe darzustellen, ist gar nicht mal allzu kompliziert. Man kann vieles nehmen, um sich, sag ich mal, hier Schuhe ein bisschen darzustellen. Von Köpfe her zu Kerzen und natürlich irgendwelchen kleinen Deko-Sachen in Minecraft kann man ja eigentlich alles optisch als Schuhe benutzen. Wir können natürlich noch mal einen kleinen Abstecher machen zum Personal. Ich habe mir hier noch ein paar Banners einmal ein bisschen hingehangen. Und zwar kommen wir hier einmal ins kleine Lager rein, wo natürlich noch ein paar weitere Schuhe und sowas auf Lager gepackt werden können, damit natürlich nicht, sag ich mal, irgendwie ein Ausverkauf hier entsteht für irgendwelche Schuhe, dass wir hier immer nachrüsten können. Hinter unserem Lager befindet sich natürlich der Aufenthaltsraum unserer Mitarbeiter. Hier haben wir eine kleine Küche und natürlich eine kleine Sitzecke, wo sie auch, sag ich mal, ihren Kuchen einfach wegsnacken können. Man könnte natürlich auch ein schickes Büro machen für den Filialleiter, aber das kann ja jeder selbst entscheiden, wie er sich die Räumlichkeiten hier innen drin gestalten möchte. Könnt ihr nochmal gucken, ob was in der Kasse drin ist, aber na, hier war wohl noch keiner. Kasse ist leer. Schade. Wir sind mal wieder am Ende des Videos angelangt. Jetzt heißt es für dich natürlich nur noch dein Deichmann innen drin gestalten. Vielleicht hast du noch eine Idee, was man als Schuhe in Minecraft verwenden könnte, um sie sich in sein Regal zu stellen. Sonst schau nochmal gerne bei uns in die Infobox oder abonniere den Kanal. Tja, dann war es das wieder für heute. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche dir natürlich noch einen schönen Tag. Bleib gesund, haut's rein und ciao. Thank you.